Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Okay, dann fangen wir einmal an mit Ignazi. Hello, hello, Ignacy Trzewiczek, Portal Games. You should test them because I came from Poland, the long way, right? On a serious note, Detective, I brought specially to present the game Case Number 6. This is a case that you can play in about 90 minutes, very short, very quick. Special design for conventions purposes and for the press and for the journalists. So it's exactly great environment to play test the game with me. Very easy, very simple, very fun case. The best way to learn about the game Detective is an investigation game. You are investigators, there is a dead body, there is a woman killed, and you will have today to figure out who killed her and why killed her. Very fun experience. I mean, for her not, but for you also. And I brought also Monolith Arena. This is our new Essen release. Back then, 10 years ago, our first Essen, we released the game Neuroshima Hex, a very popular game for us, for Portal Games. And now in Essen, we are releasing, after 10 years, Monolith Arena. The same system, the same mechanism, but great new artwork, great new production value, new armies, new features. So this is like 10 years experience developing this system. Now we are presenting in a brand new game, Monolith Arena. This game you can play in about 20-25 minutes, very quick, very fast strategy game. Elves, killing dwarves, killing some of the elves. A lot of killing I brought from Poland. I'm sorry. I will be here all day, so please find me and use my time. I'm happy to play with you. Dann haben wir hier von der Edition Spielwiese den Roman. Wir haben The Bowlist mitgebracht. Das ist ein Abenteuerspiel, wo wir in den Wald aufbrechen. Entschuldigung. Wir müssen vorprogrammieren, was wir in drei Expeditionen machen wollen. Nur die stärkste Gruppe kann in den Wald aufbrechen. Das heißt, ich muss herausfinden, was wollen eigentlich meine Mitspieler am liebsten machen und kann ich sie ausbieten oder schaffe ich das, dass ich einfach einen anderen Plan verfolge. Und dann haben wir noch Farben mitgebracht. Das ist vielleicht, wenn sich die Gruppen noch nicht kennen, ein perfektes Spiel, ein Storytelling-Game, Geschichtenerzählspiel, in dem ich Wörter mit Farben assoziiere. Also zum Beispiel Großmutter ist braun, weil meine Großmutter macht eine super Bratensoße. Und am Ende des Spiels müssen die Mitspieler sich noch erinnern, wer welche Farbe die Spieler zum Wort. Das geht mit den Geschichten natürlich einfacher. Dann haben wir hier aus dem hohen Norden den Herrn der Spiele, Peter Eggert, der euch drei Titel vorstellen wird. Du hast den dritten Titel. Ach, den hast du versteckt, okay. Genau, du hast gleich drei Spiele mitgebracht, dann zeig doch mal, was das alles ist. Wir fangen an mit eher Expertenspiel. Blackout ist noch nicht ganz fertig, wird aber fertig zur Messe Essen. Ist, ja, Strategiehammer, Expertenspiel, beim ersten Spiel halbe Stunde erklären, zwei Stunden spielen wird man brauchen. Ist das neue vom Alexander Pfister, auch wieder viele schöne, bekannte Mechanismen drin, aber auch wieder ganz anders. Das Licht ist halt ausgegangen und wir müssen sehen, wie wir klarkommen. Und dafür gibt es halt auch unterschiedliche Szenarien. Zum ersten Mal, dass ich mitverantwortlich bin für ein Spiel, was man alleine spielen kann. Mag ich normalerweise nicht. Hier habe ich einige Solo-Szenarien gespielt, die gefallen mir sehr gut, ist auch spannend. Und ja, das werden wir hier auf jeden Fall heute zwei, dreimal spielen und ist dann ab Essen erhältlich. Dann wird es etwas einfacher. Azul Sintra, das ist halt das Nachfolgemodell von dem Erfolgsspiel Azul. Meine Aufgabe war, ein Spiel zu entwickeln, zusammen mit dem Autor und unserer Redaktion und dem Team Kanada, was ähnlich ist, aber auch so viel anders, dass man das auf jeden Fall auch spielen will. Und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen, weil wir denselben Grundmechanismus haben. Ich suche mir Steine aus, aber ich muss diesmal Gläser verbauen und das ist viel mehr tricky. Das ist eigentlich eingänglicher, weil das Zählen ist einfacher geworden. Aber ich muss mehr nachdenken und ich kann besser abschätzen noch, was wollen die anderen machen und wie kann ich denen das versauen. Ne? Werden wir hier sicherlich heute und morgen auch noch ein paar Mal spielen.
und dann kommen wir zu meinem Lieblingsspiel, das können wir dann auch heute Abend nach Mitternacht noch spielen. Man at Work ist ein Geschicklichkeitsspiel von Larita, das ist ihr erstes Spiel, was veröffentlicht wird. Ich habe es halt in Nürnberg gesehen, zusammen mit der Sophie, beide haben uns angeguckt, haben gesagt, das müssen wir machen. Wir haben es gemacht, das sind jetzt ein paar Exemplare hier, der Rest kommt im Laufe des Jahres. Hoffentlich. Aber war produktionstechnisch eine ziemliche Herausforderung, ist aber zumindest das, was wir hier haben, alles wunderbar gelungen und macht riesig Spaß. Dauert nur 20 Minuten, 30 Minuten, 2 bis 4 Spieler und hat mir schon mächtig Spaß mit. Matthias, du hast auch was mitgebracht. Natürlich hast du auch einige Tippe, die Pegasus Gewand erscheinen. Du bringst aber heute auch noch deine eigenen Frosted Games Neuheiten mit, die auf das Spiel in Essen erscheinen werden. Das sind... Drei Titel, genau. Ja. Ach, ja, ich mache das mal im Stehen. Also bei mir merkt man ja nicht, ob ich stehe oder sitze, das weißt du. Ich fange mal mit dem Kleinen hier an, das ist der Vetternkrieg. Es geht um den Kampf der Haus Lannister gegen York, also Rosenkrieg-Geschichte. Auf der einen Seite haben wir kartengesteuerte Versuch, Mehrheiten zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir jede Runde einen Kampf in einer der berühmten Schlachten, die es tatsächlich gab. Der wird aber dann über einen Bluff-Mechanismus ausgeführt. Maximal 30 Minuten, schnelles Zweierspiel, kann ich auch als erstes empfehlen. Dann habe ich hier das Reikold, das große Spiel dieses Jahr. Ich mache auch mal eine große Schachtel von dem Uwe Rosenberg. Es ist auf der einen Seite ein Worker-Placement, aber es ist ohne Siegpunkte. Es gibt einfach nur eine Rennleiste. Am Ende des Spiels geht es darum, auf dieser Rennleiste vorne zu sein. Die zwei herausstechenden Sachen sind auf der einen Seite das Handling der Servicekarten, nämlich dass zwei Spieler sich eine Servicekarte teilen können und das können bei jeder Karte dann zwei andere Spieler sein, was dazu führt, dass man auch darauf achten möchte, was macht der andere Spieler. Das andere ist halt, wir haben einen Story-Modus, sowas, was ihr vielleicht auch kennt von Oh My Goods oder Port Royal, wo man halt tatsächlich verschiedene Szenarien spielt und auch jeder im Spiel verlieren kann, weil das Spiel dann gewinnt. Dauert halt ungefähr 15 bis 20 Minuten pro Spieler. Und was jetzt hier die Schachtel nicht sitzt, sondern nebenan, weil da schon jemand dran spielt, das ist dann der Unterhändler, ein reines Solo-Spiel. Es gibt eine Geiselnahme, wir sind der Unterhändler, wir müssen versuchen, mit dem Geiselnehmer zu verhandeln, müssen versuchen, Geiseln frei zu bekommen. Das Ganze ist Karten- und Würfel gesteuert und es liegen 3 verschiedene Geiselnehmer drin und wir haben auch schon, für dieses Jahr kommen noch 4 Erweiterungen, also weitere Geiselnehmer mit besonderen Eigenschaften, wie der eine sitzt in einem Bus, der nächste hat Geiseln, die wohlgesonnen sind, so mit Stockholm-Syndrom, all solche Sachen. Also da ist allein über die verschiedenen Geiseln jemand viel, viel Abwechslung. Also ich habe ja einmal den Titel Brains, Family, Burgen und Drachen. Ziemlich langer Titel, warum? Wir haben ja schon, kennt ihr vielleicht, eine ganze Reihe von Spielen im Programm, die nennen sich einfach nur Brains. Das sind so eine Ein-Person-Denksport-Puzzle-Reihe ist das. Und weil das so wahnsinnig erfolgreich war und die vielen Leute immer gesagt haben, das macht total Spaß und uns manche Leute auch erzählt haben, wir haben sogar 2 davon gekauft, damit wir gleichzeitig gegeneinander um die Wette spielen können, haben wir gedacht, dann machen wir doch einfach ein Spiel, da könnt ihr direkt alle gemeinsam um die Wette spielen, für 2 bis 4 Spieler. Sprich, etwas einfachere Aufgaben, dafür aber eben halt auf Zeit, alle kriegen dieselbe Aufgabe gestellt und müssen halt thematisch in diesem Falle halt einen Ritter über ein Wegesystem mit Burgen und manchmal auch mit Drachen verbinden und wer das eben schneller schafft als die anderen, gewinnt halt dann einfach eine Runde, es geht über mehrere Runden, das Ganze geht relativ schnell, 15 bis 30 Minuten, um einfach das kurz kennenzulernen, anzuspielen, reichen hier heute 10 Minuten locker aus, überhaupt kein Problem, kann man schnell ausprobieren. Dann haben wir 2 neue Kinderspiele, eins sage ich nur ganz kurz, Curricula, weil nicht direkt neu, sondern eine Neuauflage eines Spiels, das es früher schon mal bei Selecta gegeben hat, haben wir neu illustriert, kennen die meisten wahrscheinlich alle schon, deswegen gehen wir gleich über zur Polarpartie. Da lag noch was drin, das wollte ich auch haben. Die Polarparty ist ein neues Spiel, wo wir eine neue Art von Spielmaterial das erstmal verwendet haben. Ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal jemand gemacht hat, nämlich das sogenannte Tyvek, was man als Verpackungsmaterial kennt. Da dürfen nämlich die Kinder zu Beginn des Spiels erstmal einen wunderbaren Eisberg einfach basteln. Wie auch immer sie das machen aus diesem Material, das ist auch kein Problem, weil das kann man verändern, das kann man formen. Man baut sich einen Eisberg zurecht und legt ihn vor sich ab. Hat jeder seinen eigenen Eisberg erstmal gebaut als Spielmaterial. Das heißt, wir bringen direkt ein bisschen eine Spielzeugkomponente mit rein, so die Verknüpfung Spielzeug-Spiel gemeinsam. Thematisch geht es einfach darum, die Pinguin-Eltern sind auf dem Haus. Das nutzen die Pinguin-Kinder, um eine kleine Party zu feiern. Deswegen die Polarparty. Und es geht einfach darum, Fische zu sammeln und mehr, also
wer die meisten Fische sammelt, gewinnt. Aber man muss auch rechtzeitig ins Bett gekommen sein, bevor die Eltern wieder zurück sind, die ausgegangen sind. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil er noch so ein böser Wal herumlungert, der einem manchmal die Fische wieder wegschnappt, die man schon gesammelt hat. Das in Kurzform die Polarparty. Magic Maze Kids ist der Einstieg für Kinder mit dem Ziel, was bei Uwe Rosenberg Spiel Bonanza schon versucht wurde, dass man über ein Kinderspiel zum Familien- oder Erwachsenenspiel kommt und auch kleinere Kinder das dann vielleicht schon spielen können. Am Anfang ist es nämlich jetzt hier eine Art Knobelaufgabe für Kinder, dass sie zusammen die Tiere ihre Aufgaben lösen lassen. Und das wird immer weiter gesteigert in der Anforderung, sodass am Ende das vollkommene, das ganze Spiel im Grunde eine leichte Variante von Magic Maze ist. Das heißt, wenn sie das beherrschen, die Kinder, ist es nur noch ein kleiner Schritt, dass sie vielleicht sogar Magic Maze dann mit den Eltern spielen können. Der zweite Titel, wurde schon darauf angesprochen hier von jemandem, der geistert schon etwas länger herum. Seit Nürnberg war auch mal das Cover sichtbar, da hieß es noch Film ab, ist nun als Showtime in Essen dann wird es erscheinen. Hier werdet ihr einen Kinoabend erleben mit all den, ja, das, was man haben möchte, was man nicht haben möchte. Man möchte die besten Sitze haben, man möchte neben den richtigen Leuten sitzen, damit man möglichst den Film auch verfolgen kann. All das wird in 20 bis 40 Minuten, kann man das nachspielen und nacherleben und sich selber dabei die Anekdoten, die man so im Kino selbst erlebt hat, zum Besten geben. Und zu guter Letzt habe ich hier noch Talisman. Wir haben die rechte Lizenz für einige Spiele in dem Talisman-Universum. Der erste Titel sind die legendären Abenteuer. Das ist ein Einstieg in die Talisman-Welt als Familienspiel. Einer der Kernmechanismen hierin ist, dass jeder Spieler einen Held hat, der einen Beutel besitzt. Und diesen Beutel, den verändert man im Laufe des Spiels, so eine Art Backbuilding. Wir versuchen zusammen, also kooperativ, 5 verschiedene Abenteuer zu bestehen. Das heißt, wir müssen verschiedenste Bösewichter besiegen, die Talismänner retten und dabei eben über das Zusammenbauen unserer Beutel versuchen, das eben in der Zeit zu schaffen. Ist auf jeden Fall für heute Abend eigentlich fast ein Musstitel. Das steigt eben, ist der Einstieg in unsere Talismanwelt und lässt sich auch schnell zusammenzocken. So, dann kommen wir zu dir, Sebastian. Du hast dir eben schon eifrig Spirit Island erklärt. Thematisch geht es darum, dass ihr Naturgeister spielt und eure Insel kolonisiert wurde, auf der ihr seit Jahren wohnt und haust, gemeinsam mit den Naturvölkern. Und jetzt seid ihr in Erscheinung getreten und versucht, diese Invasoren von der Insel zu vertreiben. Vielleicht habt ihr den Film Avatar irgendwann gesehen, passt natürlich heute auch zu unserem thematischen Anlass. Ihr seht auf der Insel, das ist dieses große Brett, was vor euch liegt, mit ganz vielen Spielsteinen drauf, weißes Material, das sind die Invasoren. Da gibt es einmal Entdecker, das sind diese kleinen Figürchen. Dann gibt es Dörfer, das sind die etwas größeren Häuser. Und die ganz großen Häuser, das sind Städte. Wenn ihr es schafft, alle Komponenten von den Invasoren vom Spielfeld zu vertreiben, dann habt ihr sofort gewonnen. Du hast aber noch ein paar andere Spiele mitgebracht, unter anderem Deadline, das du auch redaktionell betreut hast. Was ist das denn für ein Spiel? So, wir haben hier noch ein kooperatives Spiel. 12 Kriminalfälle warten darauf, dass ihr sie löst. Als Team zusammen Hinweise freispielt mit einem kleinen Minispiel. Hat man diese Hinweise freigespielt oder möglicherweise Hinweise auch verloren, geht es dann darum, Fragen zu beantworten zum Fall. Wer hat Person X getötet? Was war das Motiv? Einige Bonus- und Randfragen. Natürlich gibt es wie bei vielen Kriminalspielen danach eine Bewertung der eigenen Fähigkeiten. Es geht mit leichten Fällen los, die wirklich für Einsteiger geeignet sind. Hinten raus werden die Fälle dann deutlich anspruchsvoller. Insgesamt 12 Fälle. Dann haben wir ein sehr, sehr schönes, einfaches Familienspiel, Mikropolis. Bei Mikropolis geht es darum, dass man seinen eigenen Ameisenbau errichtet, nach und nach sich Plättchen nimmt, die man dann zu einem Ameisenbau zusammensetzt. Diese Plättchen haben Gänge, in denen Ameisen leben. Es gibt natürlich spezielle Ameisen, wie eine Wächterameise, wie eine Königin, die eigene Regeln mitbringen und am Ende die Spieler belohnen, wenn eine Königin allein in einem Gang haust. Sollte noch eine zweite Königin irgendwo im Gang sein, ist das natürlich nicht so gut, dann gibt es Königinnenkrieg.
Ein ganz, ganz einfaches, sehr, sehr schnelles Spiel, was wir, glaube ich, schon häufiger auch mal in 15, 20 Minuten gespielt haben, maximal zu zweit, wieder wie auch vielleicht bei King Domino, damals eine schöne Variante. Viele Spiele leiden ja irgendwie darunter, dass zu zweit nicht ganz die Faszination rüberbringen kann wie zu dritt und zu viert. Hier baut dann jeder Spieler zwei Ameisen, Bäue, sagt man Bäue? Bauten, danke. Nester. Dein Chef ist Diplom-Biologe. Oh. Ja, soll jeder auch mal ausprobieren. Und dann haben wir ein wirklich geniales Spiel, wie ich finde. Total verrücktes Spiel. Meeple Circus ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo jeder in seiner Manege Künstler, Artisten und Requisiten zusammenbaut zu Türmen, die dann eine Nummer aufführen. Im Hintergrund läuft per App oder Handy eine verrückte Zirkusmusik. Es gibt wiederum verschiedene Bedingungen, wie man die Artisten zusammen mit den Requisiten aufstapelt, damit man Punkte bekommt. In der dritten Runde, in der dritten Aufführung nach der zweiten Pause, setzt der Spieler nochmal einen oben drauf und jeder Spieler kriegt Sonderregeln, die dann nochmal verrückter sind. Für Leute, die es nicht ganz so verrückt mögen, gibt es aber auch Geschicklichkeitsplättchen, dass man dann wirklich eine Geschicklichkeitsherausforderung hat. Auch das Spiel kann man sehr gut noch nach 12 Uhr spielen. Ich habe hier einmal Mythos Tales, das ist ein Detektivspiel, aber es hat den typischen Lovecraft-Charme, das heißt, ihr seid Ermittler in Arkham, Massachusetts, was also dafür bekannt ist, dass es ein recht ruhiges Dörfchen ist. Hier macht ihr ganz im Sinne von Sherlock Holmes Consulting Detectives, wer das kennt, das geistert immer so als der Vorgänger dieses Spiels rum. Löst ihr eben Fälle mit Bezug zu Cthulhu-Mythos. 8 Fälle sind es, die auch ansteigend in der Schwierigkeit sind. Dafür habt ihr allerlei coole Sachen, aus denen ihr auch selber eure Spuren raussuchen müsst, wie zum Beispiel Zeitungen, ihr habt das Notizbuch, das Adressbuch der Stadt, ihr habt den Stadtplan und könnt dann dazu eben Zeugen befragen und müsst euch so die Lösung zu den einzelnen Fällen eben erarbeiten. Es wird mehr und mehr schwerer, je weiter ihr eben kommt. Genau, das war das Mythos Tales. Dann habe ich noch einen Roleplayer mitgebracht. Roleplayer, der Titel im Prinzip veranschaulicht ja schon, um was in dem Spiel geht. Das vermischt nämlich einerseits ein ziemlich cleveres, taktisches Würfelspiel mit einem typischen Rollenspiel-Flair. Ihr habt euren Charakter oder euren Helden eben, habt dafür euer Charaktertableau vor euch. Und mittels der Würfel bestückt ihr eben dieses Tableau und legt da intelligent die Würfel drauf, sodass ihr eure Charakterwerte eben bestückt. Und dann ist die Frage, wie schafft ihr es, mehr Ansehen zu gewinnen als eure Mitspieler? Dafür habt ihr unterschiedliche Wege. Ihr könnt die Würfel zum Beispiel, einerseits könnt ihr auf eure Klasse gehen und die schauen, dass ihr die Augenzahl zusammen genau trefft, also den Wert, den ihr erreichen müsst, oder ihr platziert die Würfel korrekt oder ihr holt euch bestimmte Zusatzbedingungen vom Markt. Also es gibt hier ziemlich unterschiedliche Wege zu gewinnen und ihr habt dazu noch den schönen Rollenspiel-Fantasy-Flair, den es auch dazu gibt. Also lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren, weil es ziemlich schnell und ziemlich viel Spaß macht. Adventure Island, da ist der Titel eigentlich auch Programm. Ihr erlebt Abenteuer in dem Spiel, ihr strandet auf einer Insel, von der ihr weiter nichts wisst. Ich werde euch jetzt auch nicht viel dazu verraten. Es gibt dort verschiedene Abenteuer zu erleben. Es ist in verschiedene kleinere Abenteuer unterteilt und wächst immer, indem neue Karten hinzukommen. Wenn ihr neue Sachen entdeckt, dürft ihr vielleicht auch mal ein neues Kartenpäckchen öffnen, das ins Spiel kommt. Und wie das auf so einer Insel ist, arbeitet ihr natürlich auch zusammen, sprich es ist kooperativ. Worauf ihr spielen sollt, euer Spielziel, müsst ihr dann selbst erleben heute. Und wer dann die Schnauze voll hat von den ganzen kooperativen Spielern und seinem Gegenspieler mal wieder richtig eine verpassen will, der sollte zu Castle Rampage greifen. Ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem es einen direkten Kampf gibt. Jeder Spieler hat eine Burg und ein Tor vorne dran als Verteidigungsanlage. Es gewinnt der Spieler, der als erstes die gegnerische Burg zerstört hat, mittels eines einfachen Kartenmechanismus. Ich kann mich entscheiden, inwieweit ich meine Verteidigungsanlage stärke oder wie ich meine Karten geschickt einsetze, um einen möglichst schlagkräftigen Angriff hinzukriegen. Dabei gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten, mal so eine Verteidigung zu unterlaufen oder mal die Seiten wechseln zu lassen. Ein schnelles, direktes Zwei-Spieler-Spiel für Leute, die auch auf Konfrontation Lust haben. Ich darf euch heute hier unsere Kennerspiel Neue Crown of Imara erklären. Imara, woher kommt der Name? Das ist der Name eines fiktiven, winzigen Königreichs.
warum fiktiv? Wie ihr gleich merken werdet, es geht darum, möglichst viele zufriedene Bürger zu schaffen während des Spiels. Ich werde auch gern gefragt, was ist das Besondere an dem Spiel? Und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass die Elemente, die in dem Spiel drin sind, bekannt sind. Das Besondere hier ist, dass viele der Elemente doppelt vorkommen. So haben wir zum Beispiel zwei Siegpunktzähler. Mit jeder Karte, die wir gleich ausspielen, lösen wir zwei Aktionen aus. Und wie man hier sieht an den beiden Zellen, wir haben zwei Rondelle, auf denen gespielt wird. Das führt gleich zu einigen verzwickten Entscheidungen, manchmal über welches dieser Elemente sich eher kümmern möchte. Der alte König von den Mara wird bald abdanken, er sucht einen Nachfolger. Ihr seid die Konkurrenten um die Nachfolge und der alte König möchte einen Nachfolger haben, der sich gut um die Bürger kümmert. Das heißt in diesem Fall, dass sie ein Dach über dem Kopf bekommen, dann sind sie am zufriedensten. Dafür gibt es auch zwei Siegpunktzähler, einen für die Bürger, das sind diese Figuren hier, und einen für die Gebäude, die gebaut werden, das sind diese Figuren. Am Ende des Spiels wird der Spieler gewinnen, der die meisten zufriedenen Bürger hat. Das heißt, ein Bürger ist am Ende nur dann zufrieden, wenn er auch ein Dach über dem Kopf hat. Sprich, wenn ich 60 Bürgerpunkte erzielt habe, aber nur 50 Baupunkte, dann ist mein Endergebnis 50 Punkte. Das heißt, der niedrigere von beiden Punktzählern entscheidet am Ende über die Punktzahl. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.